Willkommen in Yonoheim. Ich bin Yono, Gründer, Schöpfer, Genie, ultimativer Herrscher und einziger Bewohner dieses idyllischen kleinen Weilers. Den können wir ja verkaufen. Kann weg. Naja. Das ist selber eigentlich im Grün. So, den Dornbeutel machen wir jetzt mal auf. Butter. Ah, naja. Nemi ist wohl nach Astoria zurückgekehrt. Nicht jeder kann außerhalb des Traums leben. Hoffentlich wird sie in dieser Enge glücklich. Ja, wer weiß, ne? So, jetzt laufen wir zu dieser Sehenswürdigkeit. Mal schauen, was wir da so finden. Oh ey, neue Heil- und Hilfsfähigkeit. Okay. Cool, haben wir wieder was freigeschalten? Wie war das nochmal? Fähigkeiten, jo. Hier ist es. Müssen wir halt mal gucken. Der nahen Verbinder eine Chance gibt, Brennen zu verursachen. Weicht mit einem Blitz nach hinten aus. Außer wir wird von Ranken umschlungen, kann sich nicht bewegen, bis diese Also ich werde das mit dem Sonnengott ausprobieren. Ich habe etwas Neues gelernt. Der sieht ganz cool aus, denke ich mal. Hoffe ich mal. Und ja. Macht ja auch ziemlich Schaden, wie es aussieht. Erschafft eine Heilquelle, die euch unten 300. Ja, das müssen wir noch tauschen. Jetzt passt das auch. Gut. Willkommen in Yonoheim. Ich bin Yono, Gründer, Schöpfer, Genie, ultimativer Herrscher und einziger Bewohner dieses idyllischen kleinen Weilers. Ihr seid der Gründer dieses Ortes? Ich habe es gefunden, niemand hat es genutzt, also gehört es mir. Für diese Silvari-Architektur habe ich allerdings nicht allzu viel übrig. Etwas zu pflanzenartig für meinen Geschmack. Habt ihr eine Ahnung, was mit den Silvari geschehen ist, die diesen Ort errichtet haben? Meine Vermutung ist, dass sie gegangen sind. Sie wurden entwurzelt, entweder gewollt oder gezwungen. Irgendetwas Merkwürdiges geht hier vor. Oder vielleicht sind sie es, die auf dieser Insel im Südosten leben? Wahrscheinlich dieser, wie nennen sie ihn, Alttraumhof.
Silvari, die diesen ganzen Unsinn mit dem Traum nicht glauben. Sie sind sozusagen das Unkraut des Pflanzenvolks und versuchen, alle anderen Pflanzen zu ersticken. Ihr habt Silvari auf einer Insel in der Nähe erwähnt. Ich glaube, sie sind Teil dieser Gruppe, diese Lautlosen. Sie scheren sich ebenfalls nicht um den Traum, aber anstatt deshalb bösartig zu werden, blenden sie das Ganze einfach aus und gehen fort. Was haben die Lautlosen gegen den Traum? Ihr werdet sie selbst fragen müssen. Ich bin zu beschäftigt, um hier mit euch zu plaudern. Es ist ziemlich anstrengend, Gründer, Schöpfer, Genie, ultimativer Herrscher und einziger Bewohner einer Metropole wie Yonoheim zu sein. Dann lasse ich euch mal in Ruhe. Weiterlesen, 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 verlassen. Als nächstes gehen wir mal hier das ab, weil da ist auch noch so ein Fertigkeitspunkt-Dings. Will ich meinen, dass wir da auch mal irgendwie was noch kriegen können. Genießen dabei die schöne Aussicht. Diese schöne Landschaft. Und hoffen, dass wir uns nicht verlaufen, ne? Anus. Schöne Gilder. Voll in die Stacheln wieder reingelaufen. Ich kann ja mal auf Spaß den Sonnengott beschwören. Der ist ja süß. Cool. Gefällt mir, ist cool. Das ist cool. Wieder so viel schönes Zeug hier. So, laufen wir hier wieder durch. Und laufen mal hier hinter. Müsste ja dann hier auch bald sein. Also ich bin ja hin und weg von der Welt. Das haben die so geil gemacht. Oh, was ist denn hier? Also, so ein normales Viechi. Viechi-Dingi. Dingsi-Viechi. Na, schaffen wir die jetzt auch alle? Voll übersehen. Ist jetzt was Besonderes oder eher nicht so? Ne, sind nur Häuser, ne? Ja gut, dann gehen wir erstmal wieder. Laufen hier hinter zu den Weg.
unser Wauzi gerufen. Und hier sind die wieder Level 7. Auferstandene Wellen besiegen. Freunde, dass die Auferstandene... Okay. Ist das einer? No. Okay. Ich fühle mich stark. Wie sind das? Ach, haben wir den Ball freigeschalten. Haben wir freigeschalten, cool. Das ist ein Pfeilhaken auf... Gepanzert. Oh, 4 von 8. 4 von 9. Es geht los! Diese Rose hat Dornen. Da sind sie. Schön. Haben wir auch noch ein Event mitgemacht? Da wird es einem ja nie langweilig. Haben wir auch noch Eile bekommen? Schnell hier hocheilen. Und die Wegmarke Dings freischalten. Haben die Mörser geholfen? Sind wir sicher? Die Mörser allein waren nicht genug. Ich hatte Glück, Hilfe zu finden. Zurück auf den Posten. Auch im Sieg droht uns Gefahr. Weise, weise. Jetzt noch dahinter hupfen. Ich lebe gern in der Nähe von Süßwasser. Und hier hat man auch was vom Meer. Ja, herrlich. Ich träumte von viel, aber hier von... Gleich fertig hier freigeschalten. Gut, dann gehen wir jetzt mal dorthin zum Aussichtspunkt und hier weiter, also an der Küste so ein bisschen entlang. Oh, eine Fledermaus, wie süß.
Oh, niedrige FPS. Jetzt geht's wieder. Okay. Die Events erzählen also auch noch eine Geschichte. Das ist ja krass. Dann erstmal hier hoch zur Wegmarke, dass wir uns notfalls auch porten können. Erfrischend. Dann würde ich sagen, laufen wir mal hier runter zu wieder. Wieder EP gekriegt. So. Also den Dorfbewohnern sollen wir jetzt hier helfen. Helft Azintli, indem ihr die Kreid bekämpft. Gefangene Hüllig befreit und Gebietsmarkierung repariert. Alles klar. Ja, gut, das haben wir ja gerade gelesen. Reparieren wir halt erstmal Gebietsmarkierungen. Yippie. Und da ist so ein Kite-Dings. Das wir jetzt mal angreifen werden. Schnell wiederbeleben. Was braucht Danke für die Hilfe? Was braucht Danke für die Hilfe? So hätte ich das jetzt auch gesagt. Okay. Ich weiß nicht, ob jetzt hier noch... Ah, hier ist noch so eine Markierung. Ah, hier unten sind auch noch welche, cool. Gut rauszukommen. Also unter Wasser kämpfen ist ja auch geil irgendwie. Ich weiß auch nicht. Gefällt mir, dass es die Möglichkeit gibt, hier zu tauchen. Kenne ich jetzt so von Ion zum Beispiel nicht. Wiederbeleben. Ich kann kaum stehen. Ah.
So, jetzt werden es aber langsam ein paar viele. Das ist dann ein bisschen doof. Deswegen mal ein kleiner Rückzug. Schön gemütlich hier. Geil. Sitzt man also hier und wartet, bis was angreift. Auch nicht schlecht. Zu tun, bitte sprecht schnell. Die killen wir doch platt hier, die Sau. Die Sau, die. Habt ihr was zu essen? Nee. Nur einen Wuffi, aber den brauche ich. Los, da müssen noch ein paar rauskommen. Ja. Thunfisch. Weiter ein Schuss ab, der mehr Schaden zufügt, je weniger Lebensbruch. Ah, okay. Also am Ende eher einsetzen. Schön, haben wir das fertig. Grüße aus dem Zopadelgründen. Ida mit den Kai, solange sie leben, werden die Zeiten für uns nicht einfacher. Doch eure Taten haben die Last des Stammes leichter werden lassen und uns Hoffnung auf zukünftige Sonnenaufgänge gegeben. Ich danke euch. Bitte, bitte. So, Sehenswürdigkeit. Kriechen wir mal da runter. Nachdem wir den Typen hier... Na Mensch, ja. Wer heute isst, muss morgen nicht umherziehen. Dauert ja ewig. Champion der Sonne. Ach so, ist dann bestimmt so ein Weltboss, der hier auftaucht. Mann, wenigstens den einen hier mal befreien. Ah, Jahre später. Oh, der Thunfisch. Danke für die Hilfe. Hat aber lange genug gedauert.
Okay. Oh, Unterwasserwelt ist ja geil. Das ist cool. Ey, Guild Wars gefällt mir immer mehr, ich will sagen. Das hat was. Also es war das Geld auf jeden Fall wert. Schon allein wegen den Welten. So, Hallöchen. Nur die Quaggan aus Sorgos Ort und die Heileck der Hazupelgründe stehen zwischen den Kreid und der Herrschaft über die Quetzalbucht. Aber keiner der Parteien kann gegen die Kreid siegen. Wir mischen uns nicht in fremde Angelegenheiten ein, aber der Schutz der Bucht nützt auch uns. Befriedet diese Gegend und wir stehen in eurer Schuld. Gut, wie kommen wir zum Aussichtsdings? Es riecht schon wieder nach Jump'n'Run. Mal gucken, wo hier die Anfänge sind. Ach, sind direkt hier, also auf den Felsen springen. Irgendwie. Oder? Ja, doch. Naja, doch. Oh Gott, na das... kann ja nur wieder toll werden. Wobei, es geht noch. Ja, doch, ging. Ich werde besser. Schauen wir uns mal den wunderschönen Ausblick an. Genial gemacht, genial. Oh, wie viel es da noch gibt. Hier kann euch ja mal die ganze Karte zeigen. Das geht ja noch bis teilweise hier hoch und überall. Das ist Wahnsinn, das ist einfach nur. Und ich habe bis jetzt nur diesen kleinen Teil hier. Was schon so riesig ist. Das... Boah. Gut, ich weiß nicht, vielleicht mal jetzt erstmal Story. Ehe wir hier dann noch weiter das Wasser erkunden. Weil das dauert ja dann auch noch ein bisschen. Werde ich erstmal zur Story laufen. Na, und hier haben wir ja auch noch einen Weg. Junger Moor. Ihr könnt folgende Kreatur zähmen. Junger Moor, rosa Moor. Rosa Moor sind süß, haben aber einen gewissen Hang zur Nervtöterei. Oft picken sie andere Moors, nur um Aufmerksamkeit zu erregen. Mit ihren extrem schrillen Kreichen machen sie ihren Gegner orientierungslos. Ach du Scheiße. Ich wähle dich. Ahaha, ich habe rosa Moor. Yay. Juhu. Ich habe einen Vogel. Ich habe einen Vogel. Ja, wo sind denn hier die entflohenen Typis? Okay. Bringt diese Dinger zurück zum Golem. Wollt ihr ein Handwerk erlernen? Wir alle müssen das eine oder andere lernen, wenn wir die Altdrachen besiegen wollen. Sprecht mit einem unserer Meisterhandwerker, um eure Fertigkeiten zu verbessern.
Danke fürs Zurückholen dieses Experiments. Na, bitteschön. Das kommt mir nicht mehr. Also immer diese Minitypen sind das. Wären wir nur ohne eure Hilfe? Antwort. Steht nicht bloß herum! Tut irgendetwas! Jana! Miep! Da ist noch so ein Mini. Die kann man noch umbinden. Ich hab noch einen. Wir könnten ein wenig Hilfe gebrauchen. Na, immerhin zwei haben wir eingesammelt. Wildwuchs, da gehen wir dann als nächstes hin. Bringt diese Dinger zurück zum Golem. Noch kurz warten, bis Event ausläuft. Das waren die letzten. Ach, Bronze. Na, immerhin. So. Dann mal auf zu hier oben. Das war auch schon unsere 9. Folge von unserer Guild Wars 2 Reise. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst doch was in den Kommentaren da, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt oder so. Oder Vorschläge. Und ja, man sieht sich dann in der nächsten Folge. Tirio, euer Suppenhuhn.